Um Altlampen umweltgerecht zu entsorgen, muss man kein Genie sein. Nein, man bringt sie einfach nur zur nächstgelegenen Sammelstelle. Aber wo findet man die eigentlich genau? Ja, zum Glück gibt es diese Informationen online, auch auf dem Handy unter sammelstellensuche.de. Tja, auch Baumärkte sind Sammelstellen und da gehen wir jetzt mal hin. Guten Tag. Moin, hallo. Hallo. Ich habe eine alte Lampe mit dabei. Kann ich die hier loswerden? Ja, kein Problem. Wir haben eine Sammelbox, da können wir gerne hingehen. Da vorne? Ja. Sehr gerne. Kommen Sie mit. So, jetzt einfach reinschmeißen? Nein, stopp, vorsichtig, nur reinlegen, damit sie nicht kaputt geht, die Leuchtstoffröhre. Sonst könnten eventuell Schadstoffe austreten und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir als Händler sind nämlich nicht nur verpflichtet, Elektrogeräte anzunehmen, sondern auch Energiesparlampen oder LEDs. Mhm. Um sie dann auch zu informieren, wie entsorgt man sie richtig, was bedeuten die Symbole auf den Verpackungen drauf, ne? Die durchgestrichene Mülltonne zum Beispiel oder auch der Mann, der etwas in den Mülleimer schmeißt. Mhm. Ihr seid aber vermutlich nicht verpflichtet, über neue Lampen zu informieren. Da berate ich Sie gerne, wir können gerne rübergehen. Okay, gut. Jede Menge Auswahl. Ja. Ja. Also in der dunklen Jahreszeit hätte ich es zu Hause ganz gerne gemütlich. Was können Sie da empfehlen? Das kommt ein bisschen darauf an, wie ist Ihre Wohnung eingerichtet. Ist sie sehr dunkel eingerichtet oder sehr hell? Hat man matte Möbel oder nicht? Also ich hätte gerne das Licht von der alten Glühbirne. Da kann ich Ihnen hier so eine neue LED-Lampe empfehlen. Die macht das gleiche Licht wie eine Glühbirne. Sieht auch aus. Sieht aus wie eine Glühbirne, genau. Und spart aber auch jede Menge Strom und dadurch auch Umweltressourcen, mhm, ne, was wichtig ist. Was hat die für eine Kelvinzahl? Die hat jetzt eine Kelvinzahl von 2700 und das entspricht exakt der Kelvinzahl einer alten Glühbirne. Ja, und wenn ich zum Arbeiten aber ein bisschen helleres Licht brauche, das ist gut für die Konzentration, oder? Das ist richtig und auch wichtig. Beim Arbeiten empfehle ich Ihnen ungefähr ein Tageslicht von 5300 Kelvin. Damit hat man ein schönes weißes Licht, wo man sich gut konzentrieren kann. Und da haben Sie auch die passende Lampe? Natürlich, die haben wir auch dann. Die sehen dann so aus, absolut baugleich, nur dass sie dann ein weißes Licht abgibt. Cool White klingt sehr gut. Also ja. Ich glaube, ich muss lampenmäßig noch ein bisschen aufrüsten. Vielen Dank für die Beratung. Bis dann, tschüss. Ciao.